Hallo, heute wollen wir diesen kleinen Salamander machen. Ihr könnt ihn auch in mehreren Farben gestalten oder nur in einer Farbe. Alles, was wir dafür benötigen, sind zwei Gabeln und noch einen Haken. Legt euch außerdem etwa 160 Gummibänder bereit. Die genaue Anzahl könnt ihr dann in der Beschreibung nachlesen. Zunächst müsst ihr eure beiden Gabeln so aneinander bringen. Ich habe sie mit Klebeband befestigt. Ihr könnt aber auch einen Gummi nehmen und diesen einfach da mehrmals darum wickeln, so dass sie euch nicht auseinanderrutschen. Nun wollen wir anfangen. Zum Beginn, ihr wählt euch eine Farbe. Meine Farben sind erstmal grün und rot. Zunächst nehmt ihr euch also eure Hauptfarbe und dieser wird nun über beide Gabeln gespannt. Legt ihn über die vordere und dreht ihn zu einem Kreuz und legt ihn auf die hintere Gabel. Nun nehmt ihr euch die gleiche Farbe. Ihr nehmt diesmal immer zwei Gummibänder. Zweimal grün, bringt diesen auf die linke Zacke von der vorderen Gabel auf die hintere. Das gleiche noch einmal, zwei Gummis. Nun auf die mittleren beiden Zacken von vorn nach hinten. Und noch einmal, wie wir es auf der linken Seite gemacht haben, zwei Gummis und noch auf die rechte Zacke. Wenn ihr das habt, kommt euer Haken zum Einsatz. Mit dem Haken hebt ihr nun den untersten Gummi, den wir als allererstes darüber gespannt haben, darüber heben. Gabeln drehen und auf der anderen Seite das gleiche. Und so sollte es nun ausschauen. Ab jetzt wird nur ein Gummi benutzt. Ihr nehmt euch wieder einen, spannt diesen über die vordere Gabel, einfach über die vorderen vier Zacken. Und nun spannen wir wieder unsere Zacken. Einen Gummi und auf die linke Zacke von vorn nach hinten. Einen Gummi auf die mittleren beiden. Wieder von vorn nach hinten und noch die rechte Zacke, wieder von vorn nach hinten. Wenn ihr das gemacht habt, hebt ihr nun euren vorderen Gummi, den wir über die vordere Gabel gespannt haben, auch wieder darüber. Und nun habt ihr auf jeder Zacke drei Gummibänder. Und es werden jetzt immer der unterste Gummi darüber gehoben. Nur den unteren, so dass immer zwei Gummibänder auf euren Zacken verbleiben. Und das macht ihr nun auf beiden Gabeln. Drehen und den unteren Gummi darüber bringen. Und so schaut es aus. Nun machen wir weiter. Wieder auf die vordere Gabel einen Gummi über vier Zacken, einen Gummi auf die linke Zacke von vorn nach hinten, einen auf die Mitte von vorn nach hinten und noch einen auf die rechte Zacke. Und wieder alles darüber heben. Zuerst euren Gummi, der über die vier Zacken geht, darüber bringen. Und nun wieder den untersten Gummi auf jeder Zacke darüber heben. Auch wieder auf beiden Gabeln. Gabeln drehen
den unteren Gummi darüber bringen. Das Ganze wird jetzt noch einmal gemacht, wieder auf die vordere Gabel den Gummi über die 4 Zacken bringen und 3 Gummis von vorne nach hinten spannen. Auf die linke Zacke, auf die mittleren beiden und auf die rechte Zacke. Jetzt wieder alles darüber heben. Zuerst der Gummi, der über 4 Zacken geht. Und nun immer den unteren. Gabel wieder drehen. Das gleiche noch einmal. Die untersten darüber heben. Wenn wir das gemacht haben, legen wir unsere Gabeln erstmal zur Seite und nun wollen wir unsere Augen machen. Dafür nehmt ihr euch einen schwarzen, legt ihn auf euren Haken, wickelt diesen Gummi dreimal darum, 1, 2, 3. Jetzt nehmt ihr euch einen grünen, diesen zieht ihr nun durch den schwarzen hindurch. Und legt das Stück erstmal zur Seite. Und das Ganze noch einmal. Wieder auf den Haken. Dreimal darum wickeln. 1, 2, 3. Ein Gummi und diesen auch wieder dahin durchziehen. Auf den Haken bringen. Nun nehmt ihr euch wieder eure Gabel. Jetzt nehmt ihr das Stück, was ihr auf euren Haken habt und bringt das Auge auf die linke vordere Zacke. Also ihr legt das jetzt vorsichtig darauf. So, das gleiche macht ihr nun mit dem zweiten Auge. Nehmt es euch und auf die rechte Zacke bringt. So, wenn wir das haben, machen wir weiter wie gehabt. Ihr nehmt euch wieder einen grünen. Bringt diesen über die vorderen 4 Zacken und nun wieder von vorn nach hinten auf allen Zacken. Auf der linken, in der Mitte und auf der rechten Seite. Nun wird wieder der Gummi über 4 Zacken darüber gehoben. Jetzt bringt ihr eure Augen darüber. Ihr könnt es mit den Haken versuchen oder ihr nehmt es gleich so in die Hand. Haltet mit dem Finger oben alles fest. Nun darüber heben. Auf beiden Seiten. Und jetzt wieder immer der untere Gummi darüber bringen. Die Gabel wieder drehen. Das gleiche noch einmal. Zwischendurch könnt ihr auch alles wieder ein Stückchen nach oben schieben.
Und jetzt machen wir das Ganze noch zweimal. Vorderen Gummi über vier Zacken und eure einzelnen Gummis über die linke Zacke, über die mittleren zwei und über die rechte. Und alles wieder darüber heben. Der vordere und alle unteren. Noch einmal über die vorderen auf die linke Zacke, auf die mittleren zwei und auf die rechte. Wieder alles darüber heben. Wenn ihr das gemacht habt, wollen wir nun die Gummibänder auf die Mitte bringen. Und nun hebt ihr noch einmal alle unteren Gummibänder darüber. Es sind überall zwei Stück. Unteren darüber heben. Und jetzt wollen wir den rechten und den linken Gummi auf die mittleren beiden Zacken bringen. Zuerst nehmt ihr euch den rechten Gummi, hebt diesen herunter und bringt ihn auf die mittleren beiden. Das gleiche macht ihr nun mit dem linken Gummi. Herunterheben und auf die mittleren beiden bringen. Dann die Gabel drehen und das gleiche wieder, den rechten und den linken Gummi auf mittleren beiden Zacken. Wenn wir das gemacht haben, schaut das Ganze nun so aus. Und jetzt nehmt ihr wieder ein. Diesen spannen wir wieder über Kreuz, wie ganz am Anfang, über die vordersten vier, drehen und auf die hinteren vier Zacken. Jetzt nehmt ihr wieder zwei Gummis, bringt diese auch wieder, einmal auf die linke Zacke, einmal auf die mittleren beiden und einmal auf die rechte Zacke, immer von vorn nach hinten. Zwei auf die Mitte und zwei auf der rechten Zacke. Jetzt heben wir zuerst den Gummi, der über Kreuz gespannt ist, wieder darüber. Gabel drehen und darüber bringen. Jetzt wieder einen grünen, diesen über die vorderen vier. Jetzt wird weitergemacht, wie wir es beim Kopf gemacht haben. Nun wieder immer einen. Einmal die linke Zacke, die mittleren beiden und die rechte. Wieder von vorn nach hinten. Die mittleren zwei und auf die rechten. Jetzt hebt ihr zuerst euren vorderen Gummi wieder darüber. Jetzt heben wir die untersten Gummibänder darüber. Immer die unteren. Und wenn ihr das habt,
habt ihr auf der Mitte noch die drei von unserem Kopf. An diese hebt ihr nun auch darüber. Jetzt dreht ihr eure Gabel und macht da das Gleiche. Zuerst wieder den unteren von euren drei Gummibändern darüber heben. Und hier auch die unteren drei von unserem Kopf darüber bringen. Nun haben wir wieder auf beiden Gabeln immer unsere zwei Gummibänder. Nun wechsle ich die Farbe. Ich nehme nun Rot, lege ihn auch über die vordere Gabel und jetzt wieder von vorn nach hinten auf alle Zacken. Einmal links, die mittleren zwei und einmal rechts. Hebt den vorderen wieder darüber und nun immer den unteren. Eins, 2, 3. Die Gabel drehen und da auch das Gleiche. Den untersten darüber heben. Das Ganze machen wir jetzt noch zweimal. Ihr könnt es euch jetzt aussuchen, wie ihr es haben wollt, ob ihr noch einmal eure zweite Farbe nehmt oder wieder zu eurer alten geht. Ich mache immer einen Wechsel zwischen Grün und Rot. Es kommt zuerst wieder auf die vordere Gabel der eine Gummi und nun wieder von vorne nach hinten. Es folgt immer der gleiche Vorgang. Einmal wenn ihr das habt, legt ihr das Stück erstmal zur Seite und nun wollen wir die Füße machen. Die Füße bestehen immer aus drei kleinen Zehen, mit denen beginnen wir. Nehmt euren Haken, meine Zehen werden rot. Ihr nehmt euch also einen roten, wickelt diesen auch wieder wie bei den Augen, dreimal um den Haken, 1, 2, 3. Nehmt euch nun zwei grüne und zieht diese da durch. Dieses Stück auch wieder auf den Haken und es bleibt auch hier drauf. Die weiteren beiden werden jetzt auch auf den Haken gemacht. Wieder den roten dreimal darum wickeln. 1, 2, 3. 2 grüne. Wieder da hindurchziehen. Und mit auf den Haken bringen. Und noch einmal den roten dreimal darum wickeln. 1, 2, 3 und der wollte nicht. Dann nochmal darauf 1, 2, 3.
und wieder zwei grüne dahin durchziehen. Und mit auf den Haken. Nun haben wir unsere kleinen Zehen. Ihr nehmt euch noch einmal zwei grüne. Jetzt bringen wir diese drei Stücke alle auf diesen einen Gummi. Nehmen und darüber ziehen. Noch einmal. Und nun das andere Ende auch wieder auf den Haken bringen. Jetzt folgt noch einmal grün. Und auch einfach da hindurchziehen. Nun wird zu rot gewechselt und ihr nehmt immer zwei Gummibänder. Einmal rot, noch einmal grün, wieder rot und wenn ihr das habt, kommt dieses Stück auf unsere Gabel. Ihr nehmt sie euch wieder. Das Bein kommt nun auf die vordere linke Zacke. Nehmen und darauf bringen. So. Dann legt ihr eure Gabel wieder zur Seite und macht das gleiche Stück noch einmal. Wieder. Rot dreimal um den Haken wickeln und zwei grüne dadurch. Noch zweimal. Auf den Haken. Einmal noch. Eins, zwei, drei. Nun alles auf zwei grüne. Eins, zwei und drei. Auf den Haken, noch einmal grün, nun folgt unser Rot, wieder grün, und noch einmal Rot. Und jetzt das Stück auch auf unsere vordere Gabel, da wo wir schon auf die linke Zacke was gemacht haben, kommt das Stück nun auf die rechte Zacke. Und jetzt wird normal weitergemacht. Wieder einen Gummi nehmen, auf die vorderen vier Zacken und nun wieder von vorn nach hinten. Von vorn nach hinten. Linke Zacke, mittleren zwei und die rechte. Jetzt heben wir den Gummi, der über die vorderen vier geht, darüber. Jetzt heben wir unsere Füße darüber, legt den Haken beiseite, nehmt euch die Füße und zieht sie darüber. Denkt daran, immer oben alles schön festhalten. Und jetzt wieder den untersten Gummi darüber heben.
Das Ganze wird jetzt noch 6 Mal gemacht. Wieder einen über die vordere Gabel und von vorne nach hinten. 1, 2 und 3 und alles darüber heben. Der vordere Gummi und die untersten. Noch 5 Mal die vorderen links, mittleren 2 und rechts. Wieder alles darüber heben. Noch 4 Mal. Noch 2. Und ein letztes Mal. Jetzt wird das Stück wieder zur Seite gelegt und es werden weitere 2 Beine gemacht. Wieder zuerst die Zehen. Zwei Gummis da durchziehen. Und auf den Haken. Die nächste Zehe, 2 Gummis da durchziehen und die letzte Zehe, 2, 3 wieder 2 grüne. Alle 3 Stücke darauf bringen. 1, 2, 3. Auf den Haken. Noch einmal grün.
Dann zweimal zwei Gummis mit Rot. Wieder grün. Und noch einmal rot. Nun soll dieses Stück auch mit auf unsere Gabel. Und wir müssen noch eine Runde, noch eine Reihe machen, da wir die Beine auf der gleichen Seite benötigen. Legt zuerst einmal euer Bein zur Seite. Spannt noch einmal eure Gummis. Hebt alles darüber. Und nun könnt ihr euch euer Bein wieder nehmen, bringt es wieder auf den Haken. Und jetzt befestigt ihr das Stück auf der linken Zacke. Jetzt macht ihr das zweite Bein und befestigt dieses auf der rechten Zacke. Ihr könnt auch zwischendurch euer Stück aus eurer Gabel herausdrücken, einfach an der Seite und herausziehen. Nun das zweite Bein. Einen roten dreimal rumwickeln, zwei grüne hindurch. Das Ganze noch zweimal. Eins, zwei, drei. Zwei grüne. Noch einmal. Eins, zwei, drei. Zwei grüne. Jetzt wieder zweimal grün. Und alle drei Stücke darauf bringen. Eins, zwei, drei. Auf den Haken. Wieder zwei grüne. Da hindurch ziehen. Auch auf den Haken. Jetzt folgt rot. Einmal grün. Und noch einmal rot. Jetzt kommt dieses Stück auch auf unsere Gabel, auf die rechte Zacke. Jetzt wird unser Stück wieder normal bespannt. Über die vorderen vier Zacken, den Gummi, und wieder von vorn nach hinten. Das Ganze viermal. Das ist nun das erste Mal. Wieder alles darüber heben. Wie bei den anderen Beinen, zuerst der vordere Gummi. Nun wieder festhalten. Die Beine darüber bringen. Da. Nun die Beine darüber bringen. Das erste. Nun noch die linke Seite.
unteren Gummibänder. Noch fünfmal, Entschuldigung, noch dreimal über die vordere Gabel und wieder von vorne nach hinten. Und alles darüber heben. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Wenn wir das haben, wollen wir wieder alles auf die mittleren beiden Zacken bringen, also wieder den unteren Gummi darüber heben, auf beiden Gabeln. Und nun den rechten und den linken Gummi wieder auf die Mitte bringen. Also den rechten herunterheben und auf die Mitte legen. Mit dem linken auch. Und das gleiche auf der zweiten Gabel. Den rechten auf die Mitte. Und den linken auf die Mitte. Ihr habt nun alle Gummis auf der Mitte. Jetzt hebt ihr den untersten noch einmal darüber, auf beiden Gabeln. Dann bringt ihr eure vorderen beiden Gummis auf die hintere Gabel, auch auf die mittleren beiden Zacken. Mit nach hinten. Die vordere Gabel ist nun leer und hinten habt ihr vier Gummis. Diese nehmt ihr nun auf euren Haken und hebt sie von der Gabel herunter. Jetzt wird unser Schwanz gemacht. Ihr nehmt euch zwei rote, zieht diese beiden dahin durch. Und jetzt noch sechsmal. Im Farbwechsel oder einfarbig den Schwanz verlängern. Also ich nehme jetzt zweimal grün, immer zwei Gummis, dann rot, wieder grün,
4, 5. Noch einmal rot. Und Nummer 6. Und ganz zum Schluss nehmt ihr noch einmal 2 grüne, diese auch dahin durchziehen, auf den Haken. Und jetzt zieht ihr diese beiden vorderen Gummibänder durch die hinteren 2. So, nehmt die 2 und zieht sie da hindurch und zieht den Gummi fest. Jetzt könnt ihr euren Salamander noch in Form bringen. Zum Schluss verstecken wir noch die hinteren beiden Gummibänder, geht auf die Unterseite von eurem Salamander und zieht diese beiden Gummis einfach dahin durch. Und schon ist euer Salamander fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!